So, hey, uns allen ein wunderschönes Osterfest. Und natürlich wollen wir auch in diesem doch recht magischen langen Wochenende mal reinschauen, was die Karten uns für dieses Wochenende mit auf den Weg geben wollen, für das Osterwochenende 2022. Zum einen natürlich so ganz generell, ja, was ist das Thema dieser 4 Ostertage vom Karfreitag bis zum Ostermontag? Zum anderen aber auch, was wollen Sie uns vielleicht auch generell raten, damit wir in einer guten Energie sind? Denn oftmals ist es ja auch gerade an den Feiertagen so, dass wir im Familienkreis es besonders schön haben wollen und dass irgendwie die Luft so aufgeladen und dann denkt man sich so, oh mein Gott. Ja, also gucken wir mal rein, was so generell die Botschaften für Ostern für uns sind. Natürlich, das ist ein allgemeines Reading, wie immer bei mir. Also schnapp dir die Informationen, von denen du das Gefühl hast, die holen dich ab, die sind für dich gemacht. Blende alle aus, die dich nicht tun sollten. Und wenn du dich dafür interessierst, welche Kartendecks ich hier für dein Osterreading benutze, dann siehst du sie nicht nur hier, sondern findest sie auch unten in der Infobox aufgeführt. So, was ist dann? Da haben wir sie schon. Unsere Osterhauptbotschaft hier. Und da geht es um Smudging Ceremony, also eine Räucherzeremonie. Und Räuchern ist ja was, das kennen wir aus den Rauhnächten ganz besonders, aber auch generell sollte man ja immer mal wieder die Energien ausräuchern. Wir kennen das auch aus der Kirche, ne? Wenn immer mit diesem Weihrauchdings da durch die Kirche gegangen wird. In vielen Traditionen oder auch Kulturkreisen werden ja Räucherstäbchen angezündet und verbrannt oder auch bestimmte Kräuter einfach und so ein Sud hergestellt, der eben auch ja, eine Wirkung für uns hat. Und da haben wir so einen Hinweis für dich, dass das dir und auch den Energien in deinen 4 Wänden guttun könnte, wenn du mal wieder oder ja, regelmäßiger ins Räuchern gehst, aber ganz besondere zu Ostern. So, was bietet sich zum Räuchern an? Generell natürlich immer weißer Salbei und oder Palo Santo, aber schau auch einfach mal, was du zu Hause hast. Vielleicht sind es auch Räucherstäbchen, vielleicht ist es auch das Verdampfen von ätherischen Ölen, die speziell dafür ausgelegt sind, um den Raum zu klären, um den Raum zu säubern, um einfach ja in so eine entspanntere Energie reinzukommen. Und jetzt ist ja dieses Ostern halt auch ein Ostern, das zum einen in den April reinfällt. Und das Thema, wenn du hier meinen Kanal verfolgst, haben wir ja öfter jetzt in den letzten Tagen, der macht, was er will, da ist viel Chaos drin. Und da gibt es noch ein spezielles Video von mir hier für dich, weil wir ja gerade Ostersamstag auch den Vollmond in der Waage haben. Und Vollmond in der Waage, ja, ist auch gerne mal so ein hin- und hergerissener Vollmond, ist so ein, will ich hier oder will ich da, ich weiß nicht, vor zurück. Oh mein Gott, und auch so ein widersprüchlicher Vollmond, ja, so ein ja, ich meine, guck dir das Video an. Ich habe es noch nicht gedreht, aber guck dir das Video an. So ein, was wir ja auch auf der Welt erleben. Ich muss für die Liebe kämpfen. Ich muss für den Frieden kämpfen. Ich muss in den Krieg ziehen, um Frieden zu erreichen. Also das meine ich mit widersprüchlich, wo du sagst, da stimmt doch im Wort schon was nicht. Und jetzt erleben wir das natürlich auch auf der Welt, aber im Kleinen, in deinem Umfeld oder auch eine Zerrissenheit in dir kann auch sein, dass du das wahrnimmst. Und da kann so ein Räuchern in der Tat helfen, um erstmal die Energien, die vielleicht auch aufgeladen in deinen 4 Wänden stecken, zu klären. Was auch ganz gut helfen kann, ist Frühjahrsputz. Sachen wegschmeißen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit du dafür an Ostern hast oder ob du sagst, mein Gott, ich stehe den ganzen Tag in der Küche, keine Zeit für sowas. Aber dann zumindest meditatives Abwaschen. Meditatives Abwaschen, meditatives Spüle putzen, vielleicht Fenster putzen für mehr Klarheit oder auch Fenster aufmachen, für Durchzug sorgen. Also guck mal, was für dich auch gut umsetzbar und machbar ist, was jetzt nicht Stunden an Arbeit einnimmt. Ja, das könnte dir helfen. Oder auch mit Ausmisten, vielleicht auch hier oben mal wieder ausmisten. Wenn du bei mir die Rauhnächte gemacht hast, dann haben wir das ja öfter gemacht, dass du vielleicht auch Dinge, die dich beschäftigen, wo du nicht von loskommst im Kopf, wo du immer wieder in so einer Schleife drin bist, auf Zettel schreiben und feuersicher verbrennen. Ja, das könnte dir auch schon helfen, um mal die Energien wieder zu klären. Ja, also das ist was, was uns allen guttun wird an Ostern oder was eben auch helfen wird, gut durch die Ostertage zu kommen, generell durch die Energien, indem wir einfach vorher schon mal dafür sorgen, den Raum gut zu klären. Vielleicht hast du auch irgendwelche Energiesprays, Aurasprays, da gibt es ja auch alles Mögliche Hilfreiche auf dem Markt.
finde einfach, ja, ich habe ja immer hier meine Heilsteine, die mich auch unterstützen auf meinem Weg. Also vielleicht ist das auch was dich gut unterstützen kann. Schau einfach mal, was es für dich ist. Der Engel an unserer Seite ist der Engel der Vergebung und des Verständnisses, Verständnis haben mit der Welt, Verständnis haben mit deinen Mitmenschen, in die Vergebung geben, wenn es vielleicht wirklich gerade so ein bisschen hoch herging in den letzten Tagen, weil diese energetische Aufgeladenheit, diese Verwirrung, dieses, auch der Vulkan brodelt in uns und bist ja explodiert, so wow, ja, kann ja passiert sein vielleicht in den letzten Tagen bei dir. Und zu wissen, wenn ich das wahrnehme, nehmen das alle anderen auch wahr, wenn ich angepiekst bin schon, dann geht das allen anderen auch so. Das ist gerade so ein Zeitgeist, ein sehr, sehr anstrengender Zeitgeist. Und auch wenn wir jetzt am Dienstag, den 12. so ein bisschen Entspannung reingekriegt haben ins System, halt ein Hauch von, ja, es ist nur mal so ein Ventil aufgegangen. Aber wir sind immer noch in dieser Zeit drin, jetzt durch den Vollmond, durch die Feiertage generell, durch den April generell, ist halt gerade all ein bisschen viel. Und da eben auch sanft zu sein mit anderen, auch sanft zu sein mit dir selbst, dass wenn du es auch mal nicht hinkriegst, sanft zu sein, da in die Vergebung zu gehen und zu sagen, okay, wir sind alle gerade drüber und wir nehmen es mal nicht so krumm, wir legen mal nicht jedes Wort auf die Goldwaage, weil, ja, lass uns noch ein bisschen räuchern, damit wir gut auch miteinander, füreinander da sein können, ja. In dieser Zeit. Und wir schauen mal rein. Ich lege dir hier die Karten mal hin, was wir vielleicht noch vom Tarot haben. Gut, vielleicht reicht dir die Botschaft auch schon mit den zwei Karten, um zu wissen, was in der Osterzeit von Freitag bis Montag dich erwartet oder worauf es auch gilt zu achten oder wie du dir das Leben an Ostern auch schön und leicht gestalten kannst. Ja. Aber für weitere Details schauen wir jetzt einfach hier nochmal rein. Für die Ostertage 2022, was haben wir denn da? Wir haben die 7 der Stäbe, wir haben die Mäßigkeit. Ja, das ist ja auch ein Motto, was uns gerade gut begleitet, auch eben gerade im Vollmond in Waage, Mäßigkeit, Ausgeglichenheit, in der Ruhe sein, Herrscherkarte, was haben wir hier noch? Ast der Kelche und die Sonne. Ja, also auch hier nochmal, also spannend finde ich hier die 7 der Stäbe, die eben auch sagt, so eine innere Zerrissenheit passt natürlich auch zur Vollmondenergie, gerade Vollmond in Waage, so ein Hin und Her, vor, zurück, und sich selbst auch im Weg stehen, Selbstblockade, Selbstboykott, ja, immer wenn es schön sein könnte, tue ich was, damit es doof wird oder jemand in deinem Umfeld, ja, also immer wenn es um Personen geht, hier beim Kartendeuten, kann es ja in beide Richtungen sein, entweder bist du das selbst oder du beobachtest jemanden aus deinem näheren Umfeld, wo du sagst, meine Güte, es war doch so schön, warum musst du denn jetzt schon wieder einen Streit anfangen oder irgendein blödes Thema ansprechen oder, ne? Vielleicht bist du es, vielleicht ist es jemand anders. Und da auch wieder in diese Ruhe zu kommen, in diese Entspannung zu kommen, von nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wir können das uns auch schön machen, ja? Also Sonne hier, Herrscher, in deiner Mitte bleiben, in deiner Ruhe bleiben, ist ja auch die Mäßigkeitskarte. Dann natürlich, was wir hier hatten mit dem Engel der Vergebung und des Mitgefühls auch, ne, in der Ruhe bleiben und das Ast der Kelche. Ja, also es ist auch eine gute Möglichkeit für emotionalen Neustart an Ostern. Also vielleicht geht es auch darum, in irgendeine Versöhnung zu gehen, irgendwas Schwamm drüber zu machen, was dich angepiekst hat. Ne? Ob das jetzt mit Personen war, ob das ein Thema war, wo du selber nicht fein mit warst, ob es darum ging, irgendwelche Entscheidungen zu treffen und festzustellen, ich kann die Entscheidung gerade nicht treffen. Das ist ja auch eine Entscheidung, die wieder Ruhe reinbringt, weißt du, die dich in einen emotionalen Abstand bringt, damit du die Dinge dann auch langfristig vielleicht nochmal anders bewerten und anders beleuchten kannst, ja. Und da wieder zu sagen, ich gehe in meine Kraft zurück, indem ich vielleicht auch sage, ich vertage bestimmte Dinge einfach mal und hole mir damit die Ruhe zurück, weil ich nicht mehr in dieser inneren Zerrissenheit unterwegs bin. Und Sonnenkarte, ich sage es ja immer gerne, die stärkste Karte im Deck, im Tarot. Ja, freudvolles Miteinander, vielleicht dich auch mal verbinden mit, was haben wir eigentlich, als ich Kind war, an Ostern gemacht und was hat mir denn da besonders gut gefallen und könnte ich das nicht vielleicht auch reaktivieren, ja, also nur weil du erwachsen bist, heißt ja nicht, dass du nicht irgendwas verstecken sollst und andere suchen lässt, ne, oder dich bittest, andere was für dich zu verstecken, dass da einfach so ein bisschen mehr Freude und Leichtigkeit und Miteinander reinkommt, aber eben auch dieses, die Zeit miteinander einfach wirklich zu genießen. Und wie mache ich das? Natürlich, indem ich in meiner Mitte bleibe, in meiner Ruhe bleibe,
Sachen nicht alle so ernst nehme, egal ob es von mir ausgeht oder von anderen ausgeht, sondern immer im Hinterkopf behalte, ist halt gerade komische Zeit. Wenn Leute komisch sind oder du selbst, dann ist es halt so. Und dann machen wir uns einfach drüber lustig. Also wir können uns ja, also lustig, liebevoll, ja, wenn ja auch sagen, ach mein Gott, guck mal, da ist es wieder die komische Energie. Oh Gott, jetzt hat es mich erwischt. Oh, jetzt hat es dich erwischt. Okay. Ja, also es ist ja auch viel, wie gehen wir mit den Dingen um? Sind wir denn gleich beleidigt oder ja, bauschen das dann miteinander auf und sind dann irgendwie komisch zurück oder nehmen wir das alles so ein bisschen lustig und sagen, vorweg schon so einwand vorweg nach mal gucken, wie es wird. Wir haben ja gerade komische Energien. Und dann eben auch sagen, meine Güte, jetzt hat es mich erwischt, ja. Und spannend finde ich aber auch wirklich das Ass der Kelche für einen Neustart. Also vielleicht, ich meine, ist ja halt auch Ostern, ja, vielleicht ist da auch irgendwas in dir, was auch raus will an Kreativität, an Projekt, an vielleicht kriegst du noch irgendeine Inspiration, auf die du eine Weile gewartet hast, ja, oder hast irgendwie so dieses Gefühl, auch Hummeln im Hintern zu haben, irgendwas neu auf die Straße zu bringen. Vielleicht geht es auch darum, irgendeine Botschaft mit jemandem zu teilen, ja, vielleicht kriegst du auch eine Liebeserklärung, der oder andere vielleicht auch einen Heiratsantrag, wer weiß, ja. Also hier auch mal gucken, was auch von dir ausgehen könnte oder was auch dich überraschen könnte, was emotional schön ist an diesen vier Ostertagen, was irgendwie was von was Bedeutsames sein könnte. Eine Wiederannäherung, ne? Also wie komme ich darauf? Wir haben ja hier die Karte der Vergebung, also vielleicht geht es auch darum, ja, wieder sich anzunähern, mehr ins Miteinander zu kommen, die gemeinsame Zeit zu genießen, bestimmte Dinge auch nochmal auf ein intensiveres Level zu heben. Vielleicht geht es auch um, ja, Versprechen sich geben, ja, sich selbst oder eben auch in der Gemeinschaft miteinander. Kannst ja mal schauen, was für dich da stimmig sein könnte. Also generell wird ein bisschen Achtsamkeit eine sehr, sehr schöne Energie und eben auch gute Tipps, finde ich, wie wir das auch gut hinbekommen. Was haben wir denn vielleicht noch an Tipp für uns? Wir haben die Karte, ach, habe ich es nicht gesagt, ist das witzig? Habe ich es nicht gesagt mit der Sonnenkarte? Zeitreise. Was hast du in deiner Kindheit besonders gerne gemacht? Begib dich auf eine kleine Zeitreise, um dein inneres Kind zu besuchen. Mach genau das, was dich auch früher glücklich gemacht hat. Also, habe ich es nicht gesagt? Was hast du als Kind an Ostern total genossen, was du vielleicht jetzt alleine oder mit deinen Lieben, mit denen du jetzt zusammenlebst, wieder aufleben lassen kannst? Oder auch einfach mal in Erinnerungen schwelgen. Sagen, ach, weißt du noch, damals war das schön, das habe ich geliebt an meiner Kindheit. Was hast du denn an deiner geliebt? Und da so einfach ins Schöne miteinander schwelgen. Toll. So, ziehen wir mal noch eine Herzensbotschaft für dich. Wie gesagt, die Decks, die ich hier benutze, findest du auch in der Infobox unten aufgelistet. Was haben wir hier? Du bist nicht dein Körper. Du bist auch weder deine Gedanken noch deine Gefühle. Ja, wunderbar, wenn es darum geht, ein bisschen runterzukochen in generell energetisch und emotional aufgeladenen Seiten natürlich. Beobachte alle deine Erfahrungen achtsam, aber identifiziere dich nicht mit ihnen. Auf diese Weise gewinnst du Abstand und kannst leichter loslassen. Ja, passt natürlich auch nochmal super zu, ja, wenn dich vielleicht auch jemand anderes anpiekst oder wenn du merkst, du bist angepiekst, da auszusteigen, ja. Ja, auch diese innere Zerrissenheit, die wir vielleicht derzeit noch fühlen, durch eben den Vollmond, in dem wir halt auch an Ostern reinkommen, ja, auszusteigen, zu sagen, also es ist auch nicht immer alles real, was ich hier so wahrnehme. Es ist halt manchmal auch einfach dem Umstand der Zeitenergie geschuldet. Und wenn ich es schaffe, mich vielleicht aus einer anderen Perspektive heraus zu betrachten oder auch das, was mich bei anderen gerade anpiekst, aus einer anderen Perspektive heraus zu betrachten, kann ich auch wieder gut runterkochen und in meine Entspannung gehen, alle anderen auch und dann ist es ein wunderbares Miteinander agieren, statt ein verletztes Miteinander zu reagieren. Ja. Hier nochmal schön räuchern, schön im Vergebungsmodus bleiben, im Verständnismodus bleiben und sagen, ja, ist ja gerade für alle ein bisschen schwierig, die Zeit. Ne? Und wir können es uns aber trotzdem gemeinsam entschieden so schön machen, wie es nur geht. Und das wünsche ich uns allen an Ostern. Und ja, vielleicht suchst du noch ein Ostergeschenk für dich, dann steig doch noch ein in meinem Kartenkurs, der jetzt wieder losgeht. Und dann freue ich mich, wenn ich dir über die nächsten Wochen das intuitive Kartenlegen, so wie ich Karten deute, ans Herz bringen kann, näher bringen kann. Dann ja, legen wir vielleicht gemeinsam ganz freudvoll, spaßvoll die Karten.
freue ich mich, wenn ich das für dich tun darf. Und wenn dir das Video gefallen hat, klick auf Gefällt mir. Teile das Video mit deinen Freunden hier zur Osterenergie. Abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Und schreib auch gerne mal in die Kommentare rein, ob du das Video hilfreich fandest. Und dann wünsche ich uns allen einfach ein ganz, ganz tolles Osterfest. Und dann bis zum nächsten Mal hier, deine Denise.